Partnerin in der Debatte, der Sie bitte Aufmerksamkeit schenken mögen. Und Aufmerksamkeit geht so, indem man einfach aufhört, miteinander zu reden. Sondern ihr zuzuhören ist Julia Obermeier für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lohnt sich das deutsche Engagement in Afghanistan? Ich möchte Ihnen die Antwort der 59-jährigen Ärztin und Vorsitzenden der afghanischen Menschenrechtskommission Sima Samar geben. Für sie ist die Frage klar zu bejahen. Nach dem Sturz des Taliban-Regimes habe ihr Land mit der Hilfe Deutschlands und der internationalen Gemeinschaft beachtliche Fortschritte gemacht. Natürlich könne sich Afghanistan nach Jahren und Jahrzehnten des permanenten Kriegszustandes nicht über Nacht wandeln. Und deshalb brauche ihr Land auch weiter internationale Hilfe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist, und das belegen auch die Worte von Sima Samar, noch lange nicht alles gut in Afghanistan. Aber es hat sich in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten vieles zum Guten hin verbessert. Ich möchte Ihnen mal einige Beispiele nennen. In Afghanistan, einem der ärmsten Länder der Welt, hat sich das Pro-Kopf-Einkommen seit 2002 mehr als verdreifacht. Auch haben mehr Menschen Zugang zu Strom und sauberem Trinkwasser. Viele neue Straßen und Brücken wurden gebaut. Und deutliche Fortschritte gibt es auch bei der Bildung. Besuchten 2001 nur 1 Million Kinder eine Schule, ausschließlich Jungen damals, lernen heute 9 Millionen Kinder lesen und schreiben, darunter auch 3,6 Millionen Mädchen. Und endlich können auch Frauen wieder Universitäten besuchen. Und das ist sehr wohl eine deutliche Verbesserung. Auch haben viel mehr Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und dadurch konnte sowohl die Säuglingssterblichkeit als auch die Müttersterblichkeit deutlich verringert werden. Und Deutschland engagiert sich mit vielen Projekten an diesen Fortschritten. Dafür stellen das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit und das Auswärtige Amt jedes Jahr 430 Millionen Euro zur Verfügung. Deutschland ist der zweitgrößte bilaterale Geldgeber. Und dieses Geld ist auch an politische Fortschritte und Reformen der Regierung gebunden. Denn eins ist auch klar: Allein militärisch lässt sich der Konflikt in Afghanistan nicht lösen. Dauerhafter Friede ist nur auf politischem Weg und durch einen innerafghanischen Friedensprozess möglich. Und hierfür setzen wir uns ein, unter anderem auch über die internationale Afghanistan-Kontaktgruppe, der Deutschland vorsitzt. Und die Fortschritte für die Menschen werden auch natürlich durch die Sicherheitslage erschwert. Der Kollege Thorsten Frey hat die Sicherheitslage sehr deutlich hier beschrieben. Afghanistan kann nur Fortschritte machen, wenn das Land auch sicherer und stabiler wird. Und genau aus diesem Grund werden unsere bis zu 980 deutschen Soldatinnen und Soldaten weiterhin vor Ort gebraucht. Resolute Support ist kein Kampfeinsatz. Unsere Männer und Frauen in Uniform bilden dort aus, beraten und unterstützen die afghanischen Sicherheitskräfte. Mittlerweile gibt es 320.000 afghanische Sicherheitskräfte, die aktiver und erfolgreicher operieren. Im ganzen Jahr ist es den Taliban nicht gelungen, auch nur eine der Provinzhauptstädte einzunehmen. Aber natürlich, die Sicherheitskräfte beklagen auch hohe Verluste. Allein von Januar bis August 2016 sind über 5.500 Angehörige der afghanischen Streitkräfte bei Kämpfen ums Leben gekommen und fast 10.000 wurden verletzt. Und hierauf gehen wir ein bei der Mandatsanpassung. Wir werden unsere afghanischen Partner durch Aufklärung unterstützen, damit sie ihre Aufgaben sicherer erfüllen können. Und auch werden wir bei Bedarf Verwundetentransporte übernehmen. Und ich möchte an dieser Stelle allen Angehörigen der Bundeswehr, die in Afghanistan ihren wichtigen Dienst unter teils sehr schwierigen Bedingungen leisten, ganz herzlich für ihren Einsatz danken.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind seit 15 Jahren in Afghanistan. Das ist eine lange Zeit, in der eine neue Generation herangewachsen ist. Aber, und das sagt auch die Menschenrechtlerin Sima Samar, die Arbeit der internationalen Gemeinschaft am Hindukusch ist noch nicht erledigt. Diese junge Generation braucht unsere Unterstützung, bis sie die Verantwortung für Frieden und Sicherheit in ihrem Land selbst komplett ausfüllen kann. Und der Einsatz Resolute Support leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Und daher bitte ich Sie um Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Julia Obermeier. Damit schließe ich die Aussprache.